Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Ja, natürlich vorab die Info, ich denke mal, die meisten wissen aber schon, aber ich erwähne es hier trotzdem nochmal, am Dienstag 19.30 Uhr gibt es den FIFA Mobile 22 Livestream. Freunde, wir starten zusammen rein in FIFA Mobile 22. Ich bin absolut gehypt und freue mich endlich auf die neue Season. Gegen 19.30 Uhr wird der Livestream auf jeden Fall beginnen, so wie immer dienstags. Und ja, ich hoffe, ihr seid da alle mit am Start, weil es wird wild, Freunde. Und heute wird es auch wild, weil heute holen wir uns endlich Trippier ab, Freunde. Und dann wisst ihr auch, was es gleichzeitig bedeutet. Team Upgrade, Freunde. Denn morgen kommt dann das letzte XXXL Team Upgrade in FIFA Mobile 21. Ich denke mal 200 Millionen raushauen, vielleicht sogar noch 240 Millionen, so viel ich aktuell habe. Werden wir dann ja morgen sehen im Video. Also ich schalte morgen unbedingt alle ein, es wird zu wild. Und genau, Freunde, endlich kann ich dann dieses Team-Upgrade durchführen, Freunde, also wirklich, ich bin so schon gehypt. Mal gucken, was wir für eine Guest bekommen, mit welchem Guest-Wert wir FIFA Mobile 21 beenden werden, bin ich auch mal gespannt, aber wie gesagt, Freunde, das erfahren wir alles morgen. Ja, wie gesagt, heute holen wir uns Trippier ab, mein letzter Jetzt- und Später-Spieler, aber mein insgesamt fünfter. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit meiner Ausbeute an Jetzt- und Später-Punkten und an Jetzt- und Später-Spielern, Freunde. Ihr könnt jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viel Jetzt- und Später-Spiele habt ihr euch abgeholt oder wie viel Jetzt- und Später-Punkte habt ihr aktuell. Ich habe ja, das hatte ich euch, glaube ich, letztens schon mal gezeigt, aber ich zeige es nochmal. Ich habe aktuell 1140 Jetzt- und Später-Punkte und ich glaube, damit kann man ordentlich was Gutes anstellen in FIFA Mobile 22. Da kann man bestimmt geile Packs oder geile Spieler bekommen. Und ja, mit Trippier kriegen wir ja sowieso in FIFA Mobile 22 als ja, 80er Pluskarte. Vielleicht hat er 82 oder 83. Wissen wir noch nicht, werden wir dann sehen. Ja, aber hier ist er als 115er Karte. Er hat zwar jetzt nicht so einen geilen Skill-Boost, aber ich werde ihn dann morgen einfach im Team-Upgrade hochtrainieren, Freunde. Und genau, das soweit vorweg. Ich würde sagen, also seine Stats, wenn wir mal kurz seine Stats angucken, die sind natürlich auch, ja, solid, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Kann man auf jeden Fall machen. Freunde, ich würde sagen, wir holen uns den guten Mann jetzt ab. Let's go. Ich habe drauf gedrückt und da ist das schöne Pack und let's go, Freunde. Da ist er. Boom. Kieran Trippier. Ja, er ist ja, glaube ich, jetzt zu Newcastle gewechselt, ne? Naja, er ist zu Newcastle gewechselt. Hier ist er noch mit dem Atletico Madrid Trikot, aber das wird sich ja in FIFA Mobile 22 dann auch ändern. Und genau, ich stelle ihn jetzt einfach schon mal rein. Ja, wie gesagt, sein Skill Boost, okay, Tempo ist ja jetzt etwas langsamer, aber wenn ich ihn, denke ich mal, hochtrainiere, ist er auf jeden Fall besser so vom Skill Boost, vom Tempo her. Ja, wie gesagt, sein Skill Boost ist halt ein bisschen lost, aber ja, ich werde ihn sowieso hochtrainieren. Und genau, jetzt können wir mal kurz gucken, also 5 jetzt und später Spiel. Wir können mal sehen, Robertson, Bale, Barella, Stones, Trippier. Und Dele Alli, genau, Dele Alli darf man auch nicht vergessen. Also wie gesagt, ich bin absolut zufrieden mit meiner Ausbeute. Es sind sogar nicht 5, sogar 6 sehe ich gerade, lol. Es sind sogar 6 jetzt zum Spielerspieler. Also Freunde, ich bin wirklich absolut zufrieden mit meiner Ausbeute. Wie gesagt, schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr alles bekommen habt. Und ja, ich erkläre nochmal kurz morgen im Team Upgrade, Freunde. Ich versuche wirklich morgen im Team Upgrade alle Spieler, die ich hier habe, wirklich alle Spieler wegzutrainieren, weil ja, man kann ja hier keinen übertragen, bis auf die Jetzt- und Später-Spieler, aber hier die ganzen Goldspieler, Bronze und so, versuche ich alle rüber wegzutrainieren, alle wegzuballern, damit ich hier wirklich keinen einzigen rumliegen habe. Also ich versuche so gut wie es geht. Klar, ich glaube, so Bronze-Spieler und so, die kann man, oder so hier diese Bronze-Silber-Spieler und hier diese Goldspieler kann man noch rumliegen lassen. Ich würde halt alle so ab Elite, ab 80 plus, würde ich halt gerne wegtrainieren. Ja, weil die bringen sowieso nichts. Eigentlich gut, die 80 plus bringen auch nichts viel, ne? Aber ich habe halt viele von denen so. Das macht sich halt auch in der Menge bemerkbar. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die ganzen High-Rated-Spieler versuche ich wegzutrainieren. Ich habe ja noch einige Spieler mit Erfahrung Intus. Die Jetzt- und Später-Spieler werde ich nicht wegtrainieren. Also zum Beispiel Bale werde ich jetzt nicht wegtrainieren, weil ich bin mir da ein bisschen unsicher. Aber normalerweise sollte das eigentlich übertragen werden, aber ich mache es trotzdem mal nicht. Ich passe dann mal ein bisschen auf, weil am Ende, ja, ist da, haue ich jetzt einen Bale oder einen Dele Alli weg und dann, ja, habe ich ihn seit und kriege ihn nicht in FIFA Mobile 22. Deswegen werde ich auf jeden Fall die erstmal lassen und nicht wegtrainieren.
Und auch mit den Rängen, Freunde, auch mit den ganzen Rängen versuche ich wirklich so viel es geht weg zu ja, trainieren, weil ihr seht, wie viel ich habe, 6000. Es könnte eine lange Folge morgen werden, vielleicht schneide ich auch, cutte ich ein bisschen, damit es nicht zu lang wird, Freunde. Müssen wir dann morgen mal schauen. Und ja, also von den Münzen her sollten wir auf jeden Fall nicht scheitern. Wir haben ordentlich gute Münzen am Start. Und ja, Freunde, ich bin auf jeden Fall gehypt. Ah, genau, und natürlich Vorteilspunkte habe ich auch noch ein paar. 123.000, Freunde, jawohl. Ich weiß nicht, ob wir uns alles holen können an Bonus-Gas. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ja, mal gucken, weil ich glaube, ab Level 30 oder so kostet das natürlich auch immer mehr. Ja, ich habe einfach so gut wie es ging gespart und ja, wir werden einfach mal schauen, ob das sich, ob es klappt. Und natürlich vor allem die ganzen Skill-Boost. Da werden, glaube ich, die meisten Münzen fließen, habe ich so ein Gefühl. Ja, weil ich hier zum Beispiel lange Pässe, Reaktion, Geschwindigkeit, Zweikampf, die sind noch alle unter 20. Und auch hier eins kostet 7 Millionen. Ja, das ist nicht ohne, Freunde. Das ist nicht ohne. Aber, Freunde, wir machen das schon alles morgen im Team-Upgrade. Ich hoffe, ihr seid morgen alle am Start, Freunde, weil es wird wirklich nur noch mal das letzte und größte Team-Upgrade jemals hier auf meinem Kanal. Es wird noch mal absolut krass. Und dann gibt es Montag, glaube ich, noch ein Video. Und nochmal so ein kleines Abschiedsvideo, Dankesvideo oder ja, mal gucken, vielleicht mir nochmal einfallen. Und Dienstag, Freunde, wie gesagt, gibt es natürlich den FIFA Mobile 22 Livestream, Freunde. 19.30 Uhr starten wir rein. Ich bin absolut gehypt, ich hoffe ihr auch. Und ja, es würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr das morgige Video und generell keine Videos oder keine Streams mehr von mir. Freunde, FIFA Mobile 22 wird gerockt, wir zerballern FIFA Mobile 22 richtig. Es wird absolut wild. Und ja, ich bin raus. Wir sehen uns morgen zum Team Upgrade. Macht's gut, haut rein und ciao.